So, ihr Lieben, hier sind wir wieder. Wir sind in der Nacht vom Sonntag. Wir fahren zu einem Event. Sag einfach, was ich zu sagen habe, okay? Am Tag nach dem Einbruch wollte ich mich melden. Warum hast du es nicht? Ich war noch sauer, was Rydell meinte. Darüber dich aufzunehmen? Und du hast mich nicht unterstützt. Ich habe gesagt, dass wir die ganze Nacht zusammen waren. Hat nicht gereicht. Wie, ist das jetzt meine Schuld? Er hört auf dich. Mochte dich immer lieber. Sind wir jetzt im Kindergarten? Egal, was du gemacht hast, er ließ es dir durchgehen. Das stimmt nicht, Jess. Nicht? Wenn wir uns stritten, hast du dich immer rausgehalten. Weil ich mich nicht zwischen zwei zusammenprallende Güterzüge stelle. Ich wollte bloß, dass mal jemand auf meiner Seite ist. Ja, okay, das verstehe ich. Tut mir leid. Ich hätte mir mehr Mühe geben sollen. Wir reden nachher. Aber wie gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall die Tage und so weiter werden wir jetzt auf jeden Fall kürzer halten. Denn ich fahre jetzt hier zum Beispiel auch nur das Rennen. Da kriege ich 50k. Und ich gewinne halt 52.000. Ja, und dann mal gucken. Wenn da nichts anliegt, fahren wir wieder zurück. Weil ich will die Woche jetzt schnellstmöglich hinter mir bringen. Also was wir auf jeden Fall machen, ist der Ende der Woche die Wagen uns verdienen. Aus dem Weg. Oh Gott. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ah, Pitstock noch. Genau, als ob die Bullen mit 300 km/h mithalten können. Okay, der GTR driftet nicht ganz so gut um die Kurven, wie er soll. Oh mein Gott, das ist so schwierig, mit dieser Geschwindigkeit durch die Stadt zu gurken. Sarah, ein Fehler und wir sind wieder hinten. Aber dieser Sound von der GTR, der ist so wunderbar. Jo, hopp. Hab jetzt nicht, du Drecksbulle, Mann! Och man, schon wieder Zweiter! Ja, okay, wir wären aber Erster gewesen, wenn wir diesen blöden Fehler gemacht hätten. So eine Kacke! Na gut, aber trotzdem 42.000 nehme ich trotzdem mit. So, wir gucken jetzt einfach mal, ja, Verfolgungsjagd, auch das noch. Was machen wir denn hier? Habe ich hier Handling-Abstimmung auf neutral, ja? Okay, wir machen mal auf 5% Drift. Jetzt fällt er sich schon sehr viel angenehmer. Der Sonderwagen will auch mitspielen. Sonderwagen wurde ausgeschaltet. Der Wagen kommt heute einfach alles. Alle Einheiten, Subjekt flieht Richtung Apollonia District. Ich will nicht gegen diese Bullen fahren, die nerven, die Scheißdinger. Ich bin gleich tot.
Wir brauchen jetzt ganz dringend eine Tanke. Wo ist hier eine da? Irgendwo in University Central verschwunden. Durchsucht die Gegend, findet diesen Mann. Oh, bolle, 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 bolle. Kurze Nacht, aber ist mir egal. Die Jagd beginnt. Zentrale Verfolgung geht weiter. Wie kann das sein? Zielperson verloren. Alle Einheiten sofort nach Underwood Gardens. Och Mann, jetzt waren wir gerade so kurz davor zu entkommen. Boah. Durchsucht die Gegend, findet diesen Tank. Wir haben versagt, Leute. Hey, wie geht's dir? Gut, gut. Was ist mit dir? Unser Gespräch hat mich schon mitgenommen. Ja, mich auch. Hör mal, was ich bei Rydell gesagt habe, das mit Alec, das meine ich ernst. Er hat Leuten in dieser Stadt viel weggenommen. Und die würden dafür zahlen, ihren Kram zurückzubekommen. Dafür bezahlen, ihren Kram zu bekommen? Freu dich doch einfach darüber. Ich habe schon jemanden an der Angel. Ich weiß, wo das Auto ist, du musst es nur zurückbringen. Das ist nicht Robin Hood hier. So einfach läuft das nie, Jess. Wenn du so gut bist, wie du behauptest, schon. Verdammt, hast du vergessen, wie das immer bei uns lief? Oder dass ich dich fast geschlagen habe, bevor Tess einen auf Aaron Burr gemacht hat? Red dir das ruhig weiter ein. Ich melde mich mit dem Ort. Bis dann, Little John. Little John, der Rapper? Bereit, ein paar Autos zu befreien? Ha, los geht's. Okay, schicke dir die Koordinaten. Gib mir dann Bescheid. Na gut. Machen wir das halt noch eben mit. Bin gespannt, was für Autos wir befreien müssen. Die kann ich doch irgendwo, die haben sie doch schon mal gefahren, oder nicht? Natürlich sind wir sie schon mal gefahren. Verdammt, ich glaub's nicht. Okay, yes, ich hab's. Ruf dich bei der Abgabe an. Okay. Allradwagen ist vor Ort. Aua. Straßensperre in Position. Ja, den haben wir doch hundertprozentig schon mal weggebracht, oder nicht? Schaffe ich das? Gelände? Da sind wir dir haushoch überlegen, Arschloch. Ja, genau. Wir
Gib Gas! Achtung, Subjekt unterwegs Richtung University Central. Ich konnte die Karre uns entwischen! Subjekt bei Douglas Park entwischt. Spüren wir das Arschloch auf! Oh oh. Sucht überall und findet das Arschloch! Los jetzt, macht euren verdammten Job! Yes, sie sind entkommen, das ist schon mal gut. Irgendwie habe ich gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe, wir sind ja diesen Wagen schon mal gefahren. Wir mussten ihn ja für Tests abliefern. Jetzt müssen wir ihn wiederholen. Ich habe da irgendwie eine ganz böse Vorahnung, wenn ich ehrlich bin. Das dauert zu lange, dieser Weg. Gleich geschafft. $30,000. Seltsam. Was soll das heißen? Selbes Auto, das ich für Tests besorgt habe. Ah ja. Angeblich wollte ein Typ testen, wie stabil es ist. Und du hast dir geglaubt? Nein, ich meine, das hat Kohle gebracht. Also habe ich nicht nachgefragt. Dann hat sie für Alec gearbeitet. Hoffentlich nicht. Ich höre mich mal um. Aber gut gemacht. Bis dann. Oh, ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass sie für diesen Typen arbeitet und wir durften diese ganzen Autos klauen. Deswegen kamen ja auch immer die Bullen. So, dann haben wir den Sonntag schon abgeschlossen. Klingt nach einer krassen Nacht. Ich weiß, du musst wieder da raus und dein Renngeschick unter Beweis stellen. Aber ich will auch sicherstellen, dass dieser Laden seinen Teil dazu beiträgt. Wenn du wiederkommst, werden hier Spare Ribs und Rootbeer auf dich warten. Cool. Ja, dann war das doch schon wieder, war das schon wieder der Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao.